Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Wir sind weiterhin an diesem indianischen Ritualkreis hier. Keine Ahnung, wofür die Indianer sowas benutzt haben. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Bestimmt nicht für Gutes. Ich weiß es nicht. Und hier haben wir so einen kleinen Pfad entdeckt, der überhaupt nicht gruselig aussieht, möchte ich meinen. Und das ist natürlich der Grund, warum wir dort sofort reingehen werden. Denn ich denke mal, der führt uns da zu diesem Catch 308. Oh, das Spiel speichert direkt. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Wir kommen hier gar nicht lang. Okay. Vielleicht braucht man wirklich irgendwie eine Machete oder sowas, die man erst später im Spiel findet, dass man in diese Gebiete kommen kann. Vielleicht ist da irgendwas, was wir jetzt noch nicht entdecken dürfen. Na gut, aber wir haben ja sowieso eine andere Aufgabe. Wir haben uns ja nur ein bisschen die Zeit damit vertrieben. Wir wollen nämlich hier Richtung Norden zu den Telefonmasten. Und darauf werden wir uns diese Episode mal konzentrieren. So, Norden ist in der Richtung. Es sollte nicht so schwer sein, das zu finden. Delilah hat uns ja in der letzten Episode genug Tipps gegeben, wie wir dorthin kommen. Nämlich zuerst zu unserem Lookout zurück und dann durch die Höhle, die wir auch schon gesehen haben. Ich weiß gar nicht, was in der letzten Episode? Ich glaube schon, oder? In der letzten oder in der vorletzten Episode waren wir in der Höhle. Und durch die Höhle durch. Oh, guckt mal. Wir können hier was sagen. Oder auch nicht. Diese Aussicht. Ja, was ist denn mit der Aussicht? Komisch, normalerweise kann ich immer, wenn sowas kommt, mit ihr sprechen. Sie ist doch nicht schon wieder beleidigt. Guck mal da oben. Ist das etwa sie? Lass mich mal gerade schauen. Hier auf der Karte. Wir stehen hier und gucken Richtung Nordost. Warte mal, nee, wir gucken Richtung Nordost. Das ist ja hier so in die Richtung. Nee, Quatsch. Nordost ist in die Richtung. Da ist es bestimmt sie, oder? Da oben? Delilahs kleines Häuschen. Und in die Richtung müssen wir auch. Moment, sehen wir die Telefonleitungen von hier schon? Nee. Die sind wahrscheinlich da unten im Wald. Da müssen wir hin. Oh Gott, das sieht schon ziemlich gruselig aus hier. Mit dem ganzen Nebel und so. Ich hoffe, das ist nur das Morgengrauen. Denn ich denke mal, es ist immer noch morgen. Ich hoffe, das verzieht sich bald wieder. So, lass mich mal gerade nochmal auf die Karte gucken. Wo ist denn die Höhle? Wir müssen eigentlich gar nicht durch die Höhle. Wir können auch direkt hier links gehen. Denn wir kommen ja jetzt nicht von unserem Lookout, unserem Wachposten. Gibt es vielleicht hier einen schnelleren Weg? Ich muss da aber irgendwie runterkommen, oder? Wir müssen irgendwie da runter. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Ja, ich bin zu weit gegangen. Wir müssen hier irgendwo runter. Hier muss es irgendwo runtergehen. Haben wir denn ein Seil dabei inzwischen wieder? Geht es hier runter? Also auf der Karte ist doch da ein Pfad markiert. Den sind wir, glaube ich, auch sogar schon gegangen. Ich glaube, als uns dieser Typ da angeleuchtet hat. Oh ne, es ist blockiert. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Ja, er hat ja nicht schon genug zu tun. Können wir das jetzt nochmal? There's really no way past some of this underbrush that's grown over the trail. See, the thornier a trail is, the less inclined a ranger is to want to deal with it. They'll just hike or take their horse a different way. Okay. Also, er hat gesagt, dass er, wenn er das passende Werkzeug dafür findet, sich, ja, diese
diese Wege mal freiräumen möchte. Hat er so ein bisschen im Spaß gesagt, also halt Groundkeeping. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir sowas in so einem Supply Crate vielleicht finden. Jetzt sind wir doch wieder am Lookout, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber egal. Wir gehen hier runter. Ist das der richtige Weg? Ja. Oh, springt der jetzt? Oh, Alter. Henry, mach schön vorsichtig. Wenn du dir hier ein Bein brichst, dann bist du ganz schön am Arsch. Da ist nämlich nicht so schnell jemand hier, der dir helfen kann. Das Wandern ist es Henrys Lust. Das Wandern ist es Henrys Lust. Das Wandern. Wo müssen wir denn hin? Noch weiter müssen wir wieder ganz unten ins Tal wahrscheinlich, ne? Da, wo wir den Höhleneingang auch gefunden hatten. Man hat ja sonst nichts zu tun als Waldhüter. Ich weiß nicht, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Das Spiel heißt ja Firewatch. Sind wir wirklich nur dafür da, um darauf zu achten, dass kein Waldbrand ausbricht? Müssen wir das nicht ein bisschen pflegen und vielleicht ein paar Tiere töten oder sowas? Wenn es irgendwie zu Überpopulation kommt, von Bären zum Beispiel. So, hier müssen wir jetzt gleich rechts abbiegen. Ah, wir müssen erstmal durch die Höhle, oder? Ja, durch die Höhle durch und dann geradeaus, genau. Hat sie ja auch gesagt, ne? Ist hier inzwischen auf? Hallo. Aufmachen! Höhle 452. Oh, gut, dass hier... Das Spiel ruckelt zwischendurch immer so ein bisschen. Das finde ich nicht so gut. Sorry dafür, aber die PlayStation... Oh. Toggle Jogging? Ach, man kann das joggen. Hä? Aber man hat verschiedene Möglichkeiten zu joggen? Okay. Ach, aber hier kann ich durch. Ah, okay. So sah der eine Busch doch auch aus, oder? Da kommen wir da bestimmt auch durch später noch. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen getriggert, dass man das passende, die passende Quest dafür haben muss. Leider. Ich bin ja gerne jemand, der gerne frei alles erkundet. Aber wir sind ja schon relativ frei. Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht mit dem Nebel und dann hier der Morgensonne. Ich hoffe, der Henry friert nicht mit seinen Shorts. Ah, da ist das der Telefonmast. Sieht aber jetzt soweit erstmal noch gut aus. Man kann keine Schäden sehen. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Alles klar. Hier geht es weiter. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Na toll, nach ein paar Tagen, da kann aber viel passieren in den Tagen. Er hat gerade gesagt, ob das die einzige Kommunikationsmöglichkeit nach draußen ist, und sie meint ja. Wenn aber sie sich mehrere Tage nicht melden würde, würde man jemanden schicken, der nach ihr schaut. Aber ja, toll, das bringt mir dann auch nichts mehr, wenn du irgendwo tot in der Ecke liegst bis dahin. So, was haben wir denn hier? Ein Wegweiser? Wer macht eigentlich die Wegweiser hier hin? Beartooth Point und Thorofail Fire Lookout. Ah, da sitzt doch die gute Delilah, oder? 5,4 Meilen. Das ist entfernt von uns. Ganz schön weit.
Was ist das hier? Ein altes Scheißhaus? Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. Toll, dann bin ich den ganzen Weg umsonst hierher gelaufen. Wieso baut denn jemand hier ein altes Scheißhaus hin? Hat das was mit diesem Haus zu tun? Ich will gar nicht reingucken. Old Cabin. Cabin in the Woods. Jeder, der den Film kennt, weiß, dass ich am besten nicht reingehen sollte. Oder jeder gute Horrorfilm. Oder was heißt jeder gute, aber jeder zweite Horrorfilm fängt auch irgendwo im Wald an. Evil Dead und der ganze Kram. Vielleicht finde ich ja hier auch ein altes Buch, was ich bestimmt nicht lesen werde, wenn es komische Schriften sind. Was ist jetzt los? Okay, then. Die alte Kabine, sie antwortet nicht. Oh, wir können reingehen. Ob das eine gute Idee ist. Oha. Das ist abgebrannt, oder? Sieht ein bisschen aus, als wäre es abgebrannt. Ruined Firefinder. Das ist ein alter Lookout, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist hier auch so ein Firefinder. Okay, wo sind wir denn? Was hat er da dran geschrieben? Irgendwas mit Nest. Muss ich gleich mal lesen, wenn der Punkt weg ist. Boah, hier pfeift der Wind aber ganz schön. Aber guckt euch das mal an, wenn ihr hier arbeiten würdet, hier den euren Lookout habt, was für eine Aussicht. Geil, oder? Ist sogar noch schöner als bei uns. Oh, guck mal, ein Vögelchen. Nee, das ist gar kein Vögelchen, das ist ein Schmetterling. Das ist aber ein großer Schmetterling. Alter, ein Mutantenschmetterling. Ist das etwa das, was uns hier noch erwartet? Mutanten? Okay, wir folgen mal erstmal weiter dem Telefonkabel. Sieht aber soweit intakt aus, das Kabel. Ich meine, ich bin jetzt kein Telefonspezialist. Allerdings, wer ist das schon? Wenn ich mir angucke, wie viele Störungen es dauernd gibt. Von Internet und Telefon. Sind wahrscheinlich auch die Spezialisten, die sich so nennen, keine echten Spezialisten. Habe ich manchmal so das Gefühl. Was soll ich denn genau tun? Ist das oben? Ist das Kabel auf einmal zu Ende, oder was? Oder ist da oben die Störung? Und dann gehen wir da gleich mal hin. Utility Pole, ja. Ach, da kann ich nicht lang. Klasse. Muss man nochmal zurück. Ich will natürlich auch diese Kiste nicht verpassen. Hier ist ja noch diese Supply Catch. Lass mich mal gerade gucken. Das Licht blendet aber hier ganz schön. Oh, wir sind fast da. Es ist Richtung Nordost. Nordost. Ja, wir sind, gucken sogar genau in die richtige Richtung. Irgendwo da muss das... Ah, da oben. Thoroughfare Lookout, Delilah's Tower. Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me. Yeah, well enough. Er kann ihren Tower sehen? Jetzt gerade sehe ich ihn mal ausnahmsweise nicht. Wir haben ihn eben die ganze Zeit gesehen. Und wieso hat sie uns eben nichts erzählt über die Kabine? Über diesen Lookout. Ist da irgendwas Schlimmes passiert, was sie uns verheimlicht? Sie verheimlicht uns doch irgendwas. Ging darüber vielleicht das Gespräch, was sie mit jemandem geführt hat? Ist vielleicht jemand hier, der sein Unwesen treibt und in der Nacht die Kabinen anzündet, von den die Lookout-Posten anzündet? Was liegt denn da? Eine Schildkröte? Whoa, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? It's actually pretty cute. Oh, well, ja, Henry, guck mal. If you decide you wanted to keep you company, nobody will mind. Now, what do I call it? Looks like a, Oh, this ought to be good. Bucket Junior.
Bucket Junior. That is peculiar. It has sentimental value. Okay, wir behalten ihn natürlich. Schwupp, in den Rucksack gesteckt. So einfach geht das. Ja, er kann sich nicht wehren, der gute Bucket Junior. Und schon haben wir ein neues Haustier. Ja, cool. So, 1, 2, 3, 4. Vielleicht finden wir hier etwas. Eine Machete oder so. Schon wieder eine Notiz. Lesen. Dave, heyo, I got your note about needing to talk, and sorry I didn't track you down. Been looking for you all day, figured you'd be out near the canyon helping those grad students, but I guess not. I don't even know how I could really help anyway. We are co-workers, you know. Amigos profesionales. If you need someone to throw a case back with and go time traveling, Ron's your guy. But I'm not great with life stuff, you get it? Later, Ron. Also, er sagt halt in so einem Groben, wenn er jemanden braucht, über alte Zeiten zu reden, dann soll er sich bei ihm melden, auch wenn er das eigentlich nicht so gut kann. Er ist eigentlich nicht so der große Redner. Pinecone. Wer legt denn sowas da rein? Also ist kaputt, ne? Na, sonst nichts Spannendes drin. Ich guck mal gerade auf der Karte, was sich hier aktualisiert hat. Boah, das blendet aber hier das Licht, ne? Hier oben hat sich so ein bisschen was aktualisiert, würde ich sagen. Hawk's Rest hat er das genannt. Also des Adlers Unterschlupf, ne? Oder? Hawk? Adler, oder? Da oben wollte ich eigentlich hin. Yeah, okay, the wire's down here. Really? Awesome. Could find. It's like, I don't know, a mile and a half east of me. You just follow the trail up the hill, you can't miss it. I'll go see what the damage is. Ja, ich würde gerne sehen, wie der Schaden genau aussieht, aber wo ist der Weg? Ich würde gerne mit ihr auch nochmal über ihren Tower sprechen, aber... Okay, ich muss wieder ein Stück zurück. Nach Süden und dann rechts rum. Da ist wohl angeblich ein Weg. Wo war denn ihr Lookout? Ah, hier sollte es eigentlich rübergespannt sein. Hä, wie hat man... Wie ist das denn kaputt gegangen? Da ist ja nicht mal ein Baum oder sowas, der hätte drauf fallen können. Hat da etwa jemand rum manipuliert an dem Ding? Vielleicht der Typ mit der Taschenlampe? Achso, ich weiß gar nicht, wie weit ich das da meinen Gedanken eben ausformuliert habe. Mein erster Gedanke ist jetzt, vielleicht treibt ja hier jemand sein Unwesen, der irgendwie ein Pyromane... Was war das? Habt ihr das auch gehört? Irgendwas hat hier geraschelt. Oder habe ich mir das eingebildet? Oh, hier sind wieder... Es sind schon wieder Bierdosen. What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before. Yep. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Ich glaube nicht, dass das die Mädels sind. Erstmal glaube ich nicht, dass die Mädels so viel Bier saufen. Und ich glaube auch nicht, dass die... Toll, da kommen wir nie wieder hoch, oder? Da kommen wir nie wieder hoch. Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. How adventurous of you. I've been doing a lot more climbing out here than I expected. Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. Sie hat auf jeden Fall einen ziemlich dunklen Humor. So, was wollte ich noch sagen? Also das Erste ist, dass ich nicht glaube, dass das irgendwas mit den Mädels zu tun hat. Ich glaube nicht, dass die hier so adventure-mäßig rumwandern wie ich. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass so zwei jugendliche Mädels... Was ist das? Wieder eine Bierdose, oder? Dass die hier so rumlaufen und mitten in der Wildnis, wo es Bären gibt und alles. Die werden mit dem Auto dahin gefahren sein, so gut es geht. Und dann
weil dann diese Scharen Chilling gemacht haben. Ich glaube nicht, dass sie hier so rumlaufen. So, was ich eben noch ausführen wollte ist, gibt es vielleicht einen Typen, der pyromanisch veranlagt ist und hier die Lookout-Posten abbrennt nachts und die Leute umbringt, die hier die Waldbrände verhindern wollen? Ich meine, es ist jetzt sehr weit ausgeholt, aber es könnte ja sein. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is... Oh, let's hear it. Oh, yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. Sounds okay. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Okay, liebe Leute, also Delilah denkt, die Sache ist die. Ich wiederhole das mal, fasse das mal gerade hier kurz zusammen. Er sagt, dass es nicht so aussieht, als wäre das aus natürlichen Umständen kaputt gegangen, wie wir hier auch sehen. Hier liegt ein Schild, Go to Hell, und dann so ein Ranger-Zeichen. Also jemand hat es hier scheinbar auf uns abgesehen. Und ich habe ja auch schon gesagt, wie soll das hier kaputt gehen? Hier kann ja kein Baum drauf fallen oder sowas. Und die Kabel, die reißen ja nicht einfach so. Das muss irgendjemand manipuliert haben. Delilah ist der Meinung, dass es die Mädchen sind. Ich bin nicht der Meinung. Und deswegen sagt sie, wir sollen sie jetzt suchen und sollen sie, ja, übelst erschrecken, sodass sie nie wieder hier hinkommen. Und Henry meinte dann, er hat sich schon ein Geisterkostüm gemacht aus seinen Bettlaken. Aber das wurde ihm ja geklaut. Ja gut, und jetzt sollen wir einen alternativen Weg nach Hause finden, denn über den einen Weg kommen wir ja nicht zurück, das haben wir ja gesehen. Da gab es ja... Henry hat es sich nicht eingezeichnet auf die Karte, aber da gibt es ja irgendwo, gab es diesen Sprung, wo wir nicht mehr hochkommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier weiterlaufen und dann irgendwie hier rüber einen Weg zurückfinden. Vielleicht müssen wir sogar hier ganz oben lang über Thoroughfare Basin und dann hier zurück... Zu dem See, da würden wir auf jeden Fall wieder ankommen. Ob es hier zwischen noch einen Weg gibt, weiß ich nicht. Das sehen wir dann. Aber das sehen wir nicht mehr diese Episode, liebe Leute. Also schaltet wieder ein hier zu Firewatch. Es wird langsam spannend. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Silent.